Hallo, ich bin Erika, 27 Jahre alt und vom großen Katze-Kuh-Team. Ich wurde in Mexiko-Stadt geboren und habe dann in Göttingen Physik studiert. Jetzt promoviere ich am Max-Planck-Institut für chemische Physik Feststoff in Dresden und erforsche die Wechselwirkung von Licht und Materie. Dazu nutze ich Laserstrahlen. Über die App Katze-Kuh sind wieder spannende Bonusfragen bei uns angekommen. Heute geht es um die Vermessung der Zeit und Albert Einstein. Gar nicht so einfach, die Ideen dieses Genies zu erklären. Der Nobelpreisträger hat nicht nur in unserem Spiel und der Wikipedia seine Spuren hinterlassen. In Quantum Folge 7 spielte der großartige Denker eine Rolle, weil er die Lichtgeschwindigkeit entdeckt hat. Die Frage des 18-jährigen Alexander aus den USA führt uns ebenfalls zu Einstein. Was verrät uns die Quantenphysik über die Zeit, möchte er wissen. Oh, das ist ja fundamental. Allerdings ist nicht die Quantenphysik, die uns was über Raum und Zeit erklären kann. Die Quantenphysik befasst sich eher mit dem Verhalten winzigster Objekte, die verrückte Gesetze folgen. Würden diese Gesetze in unserem Alltag gelten, wäre unser Leben völlig auf den Kopf gestellt. Denkt nur an Katze-Kuh, die tot und lebendig zugleich ist, also im Überlagerungszustand ihr Dasein fristen. Bei Fragen zu Raum und Zeit müssen wir aber bei Albert Einstein nachschauen. Der geniale Physiker hat sich dafür die Relativitätstheorie ausgedacht. Genau genommen gibt es sogar zwei Relativitätstheorien, eine spezielle und eine allgemeine. Die spezielle Relativitätstheorie erklärt, was mit Raum und Zeit passiert, wenn sich ein Körper bewegt. Damit haben wir uns schon in Quantum Folge 7 befasst. Die allgemeine Relativitätstheorie beschreibt, was mit Raum und Zeit in der Nähe von sehr schweren Objekten geschieht, wie zum Beispiel Sternen oder Planeten. Im Prinzip besagen aber beide Relativitätstheorien eines: Zeit ist relativ. Dafür gibt es in der Relativitätstheorie einen komplizierten Begriff, die Zeitdilatation, frei nach Einstein. Die Zeit vergeht unterschiedlich schnell, je nachdem, ob sich ein physikalisches System in Bezug auf seinen Beobachter bewegt oder nicht. Verrückt, oder? Vielleicht habt ihr schon vom Zwillingsparadoxon gehört. Einer von zwei Zwillingsbrüdern fliegt als Astronaut in einem extrem schnellen Raumschiff durch die Weiten des Alls. Wenn er nach seinem Weltraumtrip zur Erde zurückkehrt, ist er jünger als sein zu Hause gebliebener Zwillingsbruder, weil für ihn in seinem rasenden Raumschiff die Zeit langsamer vergangen ist. Mit ihrem Verständnis von Raum und Zeit bietet die Relativitätstheorie die Bühne, auf der sich die Quantenphysik abspielt. Denn Quantenphysik sagt uns zwar nicht, was Zeit ist, aber mit Hilfe von Quantenphysik können wir die Zeit ganz präzise bestimmen und wissen immer, wie spät es ist. Die genauesten Uhren der Welt, die Atomuhren, funktionieren durch Quantenphysik. Woher kennen Uhren die Zeit, möchte James Christopher Dorr aus Großbritannien wissen. Wie schon gesagt, die Quantenphysik hilft uns bei den supergenauen Atomuhren, die Zeit exakt zu bestimmen. Aber wie funktionieren Uhren eigentlich? Nun, du denkst vielleicht, dass Uhren die Zeit messen. So ist es aber nicht. In Wirklichkeit zählen sie Schwingungen und berechnen daraus die Zeit. In jeder Uhr ist ein schwingendes System verbaut, Taktgeber genannt. Außerdem besitzt jede Uhr ein Zählwerk, das diese Schwingungen zählt. Letztendlich zeigt eine Uhr die Zahl der Schwingungen an. Gehen wir mal ins Detail und benutzen zur Anschauung einen Klassiker. Die alte Pendeluhr. In den großen Standuhren, die du vielleicht aus dem Museum oder alten Filmen kennst, kann man das schwingende Pendel sogar sehen. Schwingt es hin und her, werden mehrere Zahnräder im Inneren der Uhr in Bewegung gesetzt. Diese sorgen dafür, dass sich der Uhrzeiger dreht. Und woher weiß die Uhr, wie lange das Pendel für eine Schwingung braucht? Das lässt sich errechnen, wenn man die Länge des Pendels kennt. Wie das funktioniert, kann jeder zu Hause ausprobieren. Und zwar mit einem Stück Schnur circa 1 Meter lang. Daran wird ein Pendelkörper befestigt, zum Beispiel eine größere Schraube. Ergebnis ist ein Sekundenpendel, denn wenn man das Pendel oben festhält und in Bewegung setzt,
dann dauert eine Schwingung von rechts nach links oder umgekehrt ungefähr eine Sekunde. 60 Mal schwingen entspricht dann einer Minute. Aber Digitaluhren haben doch gar keine Pendel, oder? Doch, bei modernen Uhren ist ein winziger Quarzkristall der Taktgeber. Der Mini-Quarz wird durch das Anlegen einer elektrischen Spannung zum Schwingen gebracht. Deswegen heißen diese Uhren Quarzuhren und brauchen eine Batterie als Energiequelle. Der Quarzkristall schwingt übrigens 32.768 Mal pro Sekunde. Sind Quarzuhren sehr genau? Wie man es nimmt. Der innerhalb eines Jahres entstehende Messfehler bei einer Quarzarmbanduhr liegt unterhalb einer Minute. Viel, viel genauer als Quarzuhren können Atomuhren die Zeit bestimmen. Die exaktesten Uhren überhaupt. Zeitangabe mit Atomen? Bei einer Atomuhr geben einzelne freie Atome, zum Beispiel Cäsiumatome, den Takt an. Die Atome werden dazu elektromagnetischer Strahlung ausgesetzt. Nach den Gesetzen der Quantenphysik funktioniert das nur bei einer ganz bestimmten Frequenz dieser Strahlung. Die Frequenz wird auch Schwingungszahl genannt und besagt, wie schnell Wiederholungen aufeinander folgen, beziehungsweise wie viele Schwingungen es gibt pro Sekunde. Bei Atomuhren liegt die Zahl der Schwingungen bei 9 Milliarden Mal, wie gesagt, pro Sekunde. Atomuhren gehen in mehreren Millionen Jahren weniger als eine Sekunde falsch. Fazit: Uhren kennen nicht die Zeit selbst. Sie zählen Schwingungen und wissen deshalb nur, welche Zeitspanne seit einem Startpunkt vergangen ist. Jede neue Uhr muss deshalb zuerst gestellt werden. Als Orientierung dient die mit Hilfe von Atomuhren errechnete koordinierte Weltzeit, von der die 24 Zeitzonen auf der Erde abgeleitet werden. Da passt doch gleich die nächste Frage, die ihr uns geschickt habt. Wie funktioniert die Zeit? Den Begriff der Zeitdilatation hatten wir ja schon. Zeit ist relativ. Laut Einsteins spezieller Relativitätstheorie vergeht die Zeit für eine Person, die sich in Bewegung befindet, langsamer als für jemanden, der in Ruhe daneben steht. Denkt an das Zwillingsparadoxon. Man sagt auch, bewegte Uhren gehen langsamer. Mit einer gewöhnlichen Uhr würde uns das aber erst auffallen bei einer extrem schnellen Bewegung. Bei ca. 10-20% der Lichtgeschwindigkeit. Was Lichtgeschwindigkeit ist, erklärt uns Quantum Folge 7. Kann man die Zeitdilatation überhaupt beweisen? Ja. 1971 hat man diesen Effekt in einem Experiment erstmals nachgewiesen. 4 supergenaue Atomuhren flogen damals in einem ganz normalen Linienflugzeug zweimal um die Erde herum. Danach wurden diese Uhren mit den am Boden gebliebenen Atomuhren verglichen. Die Abweichungen waren zwar winzig, aber es gab sie. Nutzt uns die Relativitätstheorie im Alltag? Ihr kennt vielleicht die Abkürzung GPS. Sie bedeutet Global Positioning System bzw. globales Positionsbestimmungssystem. Das GPS ist die Grundlage moderner Navigationssysteme und steckt zum Beispiel im Auto oder im Smartphone. Das GPS funktioniert mithilfe eines Netzwerks von Satelliten, die sich in rund 20.000 Kilometer Höhe um die Erde bewegen. Es kann Standorte auf unter 10 Meter genau bestimmen. Ein Navigationsgerät funktioniert so. Jeder Satellit sendet ständig seinen Namen sowie seine aktuelle Uhrzeit aus. Dieses Signal wird mit Lichtgeschwindigkeit zur Erde geschickt, vom Navi empfangen und mit dessen eigener Uhrzeit abgeglichen. Somit ist klar, wie lange das Signal für diesen Weg gebraucht hat. Mit diesen Daten kann das Navi berechnen, wie weit es vom Satelliten entfernt ist. Weil die Positionen der Satelliten zur jeweiligen Uhrzeit im Navi gespeichert sind, kann es einen Ort schon eingrenzen. Aber die Signale von mindestens 3 Satelliten sind nötig, um einen Ort auf der Erdoberfläche genau festzustellen. In der Praxis kommen dafür sogar 4 und mehr Satelliten zum Einsatz. Und wie hilft die Relativitätstheorie bei der Navigation? Jeder GPS-Satellit besitzt eine oder mehrere Atomuhren. Trotzdem kommt es jeden Tag zu einer Abweichung von 38 Mikrosekunden. Und zwar in jedem Satelliten. Grund ist Einsteins Relativitätstheorie,
Dabei unter anderem die Zeitdilatation. Ihr erinnert euch, die Zeit in bewegten und unbewegten Systemen. Denn die Satelliten rauschen mit etwa 14.000 Kilometern pro Stunde um die Erde, schneller als wir uns bewegen. Entsprechend der speziellen Relativitätstheorie verläuft für die Satelliten darum die Zeit langsamer als für uns. Diese Abweichung der Zeit wird mit den auf Einsteins zurückgehenden Formeln auf die Mikrosekunde genau korrigiert. Ohne Einstein wären moderne Navigationssysteme nicht möglich. Und der hat das alles damals nur mit Stift und Papier errechnet. Wenn wir nichts von den Effekten der Relativitätstheorie wüssten, dann würde sich wegen jeder Stunde Messzeit ein Fehler bei der Positionsbestimmung von 500 Metern ergeben. Das GPS funktioniert nur dank der Kombination von Quantenphysik in den Atomuhren mit der Relativitätstheorie so gut. Auch Bill aus Griechenland interessiert sich für Einstein und fragt: Ich möchte etwas über Einsteins Relativitätstheorie wissen. In seiner Relativitätstheorie trifft Einstein Aussagen über Raum und Zeit. Wir haben uns bisher mit den Auswirkungen von sehr großen Geschwindigkeiten auf die Zeit befasst. Ausgelassen haben wir die Auswirkungen auf den Raum. Dieser Aspekt heißt Längenkontraktion und handelt ebenfalls von Relativität. Ein Objekt bewegt sich nah an Lichtgeschwindigkeit. Jemand beobachtet das von außen und bewegt sich im Verhältnis, also relativ, dazu nicht. Dann passiert etwas Komisches. Das superschnelle Objekt wird in Bewegungsrichtung gestaucht. Es wird also kürzer. Das heißt, ein sehr langes Auto passt, wenn es sich nur schnell genug bewegt, in eine zu kurze Garage. Aber nur, wenn es sich bewegt und nicht gegen die Wand fährt. Irre, oder? Und nun noch viel Spaß mit Katze Kuh und bis zur nächsten Folge. Kurze Pause Wissenschaft.